Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crusader Kings 3. Wir haben in der letzten Folge, ja, mehr oder weniger damit aufgehört, dass wir die Grafschaft Stettin übernommen haben und haben uns dann, ja, eigentlich nur noch so ein bisschen über nötige Wirtschaftssachen und Erbfragen und sowas damit auseinandergesetzt. Und in dieser Folge geht es jetzt wieder mal ein bisschen mehr zur Sache. Ich habe vorhin mal so ein bisschen rumgeschaut, was denn jetzt so unser letztendliches wirklich großes Ziel ist und wo wir darauf hinarbeiten können oder sollten. Und ja, letzten Endes ist es genau dasselbe wie auch beim Vater von Valenti. Dasselbe Ziel, was wir auch mit Oldrich in den letzten Jahren noch hatten, dass wir tatsächlich das Königreich Pommern, Schrägstrich das Königreich Mecklenburg gründen. Und es gibt zwei große Faktoren, die wir dafür brauchen. Der erste große Faktor ist einfach Gold und der zweite große Faktor ist mehr Ländereien. Und ja, die letzte Länderei, die wir erobert haben, war Stettin und wir können uns das nochmal genau angucken. Wir haben jetzt insgesamt 12 Grafschaften und um das Königreich zu gründen, brauchen wir mindestens 17. So, ja, also brauchen wir jetzt irgendwie noch 5 Grafschaften, die wir uns einverleiben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir das jetzt angehen könnten, aber der größte Faktor, den wir brauchen, ist erstmal Gold. Wir haben monatliche Einnahmen von plus 2,8, das ist schon ganz vernünftig für uns, für unsere Reichsgröße, möchte ich behaupten. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall aber trotzdem noch mehr ranholen, denn allein das Schaffen des Königstitels kostet uns, ich möchte das auch noch mal kurz zeigen, 250 Gold. Ja, das heißt, wir brauchen noch fast 200 Gold jetzt. Wir haben natürlich auch immer mal wieder Kosten. Wir müssen immer mal wieder irgendwo für Geld ausgeben, sei es Events oder dass wir irgendwas mit unserem Charakter machen müssen, was auch immer. Das heißt, ich finde es äußerst schwer, auf diese 250 Gold zu kommen. Und deswegen habe ich folgenden Plan. Ich möchte immer so um die 200 Gold in der Kasse haben, um, ja, ich sag mal, so ein Polster zu besitzen. So, und damit wir, wenn wir diesen Königstitel schaffen, nur noch 50 Gold uns durch Raubzüge oder durch Sparen oder durch weiß was ich was dazu holen müssen. Und da gibt es nicht sehr viele Wege. Überfälle, die mit unserer Armee immer so ein bisschen ins Negative ausgefallen sind, aber da reden wir gleich doch nochmal drüber. Und das zweite ist, ja, in Kriegen irgendwie möglichst viele Festungen belagern, um da das Geld rauszuholen. Oder die Steuern unserer Vasallen zu erhöhen. Und die Steuern unserer Vasallen möchte ich nicht unbedingt erhöhen, denn wir gucken uns das mal ganz kurz an. Die haben zwar, oder viele von ihnen haben zwar eine relativ gute Meinung von uns, teilweise 100, teilweise gerade mal so 50 oder auch 84, hier unser Häuptling, unser Bruder Markwart. Allerdings, ich weiß nicht, da kommt nicht ganz so viel bei rum, weil, können uns das, wo ist es hier? Er hat selbst nur Einnahmen von 0,1 im Monat zum Beispiel. Ja, und er hat so das größte Lehnsgebiet. Und ja, da wird nicht viel bei rumkommen. Also, ich tendiere tatsächlich dazu, nochmal auf einen Raubzug zu gehen und habe da auch schon was ausgeguckt, wo wir gleich hinmarschieren können. So, des Weiteren, um unsere Ländereien zu vergrößern, wird das nächste Ziel Lutetia sein. Sie haben eine Armeegröße von momentan 950. Es könnten so um die 1000 Leute werden, wenn sie ihre Armee voll aufgebaut haben. Und sie haben natürlich auch Bündnisse, einmal mit Pommern, die spielen eigentlich kaum noch eine Rolle hier, die haben gerade mal 260 Mann. Das ist kein großes Thema mehr. Und der zweite Verbündete, den sie haben, ist wie heißen sie? Lusatia, genau. Und Lusatia hat spielt dann schon wieder eine kleinere andere Rolle, die kommen so auf die 800 Mann. Das heißt, die werden zusammen schon so um die 2000 Mann haben. Die haben wir auch, das ist kein Problem. Wir haben sogar mehr als 2000. Vielleicht,
holen wir dann nochmal unsere Verbündeten rein. Nur das mit dem Prestige, um Verbündete reinzuholen, ist bei uns momentan auch so eine Sache. Wir haben 343 Prestige und einen sehr guten Zugewinn von 5,2 pro Monat. Allerdings werde ich jetzt das nochmal verringern, denn wir brauchen auf jeden Fall mehr Manpower und ich werde eines unserer Kriegsvölker ausbessern. Und zwar die Connies werde ich nochmal auf Stufe 2 erhöhen. Dann erhöhen sich die monatlichen Kosten auch nochmal. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Denn wir brauchen auch, um unsere Pläne zu vollständigen, so etwas leider nicht. Wir werden wieder in einen Krieg gerufen. Diesmal von Pinsk gegen Hodna. Ja, okay, da geht es schon wieder um dieses Gebiet hier. Hodna hat keine Verbündeten, nur 600 Mann. Pinsk sollte da deutlich überlegen sein, ja. Und um was führen sie Krieg? Wir nehmen da auf jeden Fall an. Und der Krieg geht um Häuptlingstum von Novogrudok. Das ist das hier. Okay. Na gut, sollen sie ihren Krieg führen? Wir haben mit angenommen, aber wir werden da keine Soldaten hinschicken. Wir müssen jetzt unsere eigenen Ziele angehen. Okay, das nächste, was wir jetzt machen, ist dann, wie gesagt, unsere Räuber ausheben. So, wo ist jetzt der Punkt hier? Da hinten. Nee, wir werden die hier ausheben. Zwar habe ich gesehen, dass man hier gerade bei Lutetia so ein bisschen was holen kann. Hier haben wir, na, 30 Gold, einmal 15 in Brenner und einmal 15 in Redaria. Dann werden wir weiter marschieren nach Blota, je nachdem, wie weit wir nach unten können. Man muss ja auch immer aufpassen, je nachdem, wie weit man sich aus seinem eigenen Land entfernt, verliert man dann irgendwann Männer. Das möchte ich auch nicht. Wir werden jetzt. Geht nicht, weil wir immer noch im Krieg sind. Hier in diesem lästigen oder langsam lästig werdenden Niederschlesischen Krieg. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Okay. Die haben 56% Kriegschance. Belagern hier eine Feste nach der anderen. Ja, okay. Dann müssen wir damit halt noch etwas warten. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir könnten sie auch noch weiter unterstützen, denn. Jetzt werden wir schon wieder ausgehen. 756 Mann. Jetzt reicht's mir. So. Alle Armeen ausheben. Die fangen wir jetzt ab. Wer ist das überhaupt? Lenzizia. Häuptlingstum von Lenzizia. Ah, hier die Polen. Ja. Okay. Nee. Das passiert auch nur einmal, dass ihr bei uns anfangt hier zu plündern. So, das sollte ihnen eine Lehre sein. Ja, 400 gegen 47 Männer. Die haben richtig einen auf die Mütze gekriegt jetzt von unserer Armee. Häuptling André hat da gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Okay. Und dann, ja, wollen wir das jetzt machen? Wir könnten durch die Belagerung natürlich auch ein bisschen Geld holen. 15 Gold aus Olmütz. Wie sieht das in der Hauptstadt aus? Wie viele Männer hat denn? 611 nur noch. Okay. Ja, dann ohne Verluste können wir in die Hauptstadt marschieren und das machen wir dann jetzt auch. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis die da sind. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich auch noch zeigen wollte, ist, wir werden schon wieder überfallen. Ah, okay. Nee, war nur ein Irrtum. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, wir sind in der letzten Folge zum Ehebrecher geworden, weil die gute Jaka, sie hatte einen Komplott gegen uns laufen und also einen Verführungskomplott. Und wir sind dann auf dieses Komplott eingegangen und haben, ja, oder sagen wir mal so, Jaka hat bei uns genächtigt.
Und ja, dadurch sind wir natürlich zum Ehebrecher geworden, was uns zum Sündigen gemacht hat. Unsere Frömmigkeit ist dadurch ja gesunken. Und wir haben zwar immer noch monatliche Einnahmen, aber wir brauchen wieder ein ganz schönes Stück, bis wir pflichtschuldig werden. Und solange wir sündig sind, haben wir eine kirchliche Meinung von minus 10. Ist in unserem Glauben jetzt nicht ganz so schlimm, weil, also im Christentum würde dann unser Einfluss auf den Papst schwinden und wir würden vielleicht sogar exkommuniziert werden und all so eine Geschichten. Aber bei uns passiert ja jetzt nicht ganz so viel oder es wird einfach nicht ganz so viel passieren. Aber ich wollte euch das nur mal zeigen, dass das tatsächlich auch Auswirkungen hat, was wir tun. Naja, also das, egal was hier im Spiel passiert, es hat irgendwie eine Auswirkung. Okay, gut. Ja, unsere Armee braucht noch ein bisschen, dann werden wir mal so ein bisschen die Zeit erhöhen. Hat die, was hat das hier überhaupt, eine Festungsstufe? Festungsstufe 2 sogar nur. Okay. Ah, und wo wir gerade davon gesprochen haben, unsere Affäre Jaka hat jetzt nun eine Tochter geboren. Und ja, wie wollen wir die denn nennen? Stefana ist doch eigentlich ein ganz schöner Name. Stefana und Eva. Ja, warum denn nicht? Stefana ist doch schön. Ich werde sie als mein Kind legitimieren. Okay, ja. Also, kurz, wenn wir dieses Kind jetzt legitimieren, dann ist sie quasi unsere vollwertige Tochter. Und wir können sie auch verheiraten mit anderen Herrschern. Oder mit anderen Herrscherskindern, um weiterhin mit ihr Bündnisse dann auszumachen. Allerdings, wenn wir sie legitimieren, werden uns das gewisse Charaktere sehr übel nehmen. Und zusammen kostet uns das auch noch etwas Prestige, das jetzt zu machen. Und wir sehen das hier, Oberhäuptling Pribyschesch. Schon wieder so ein Name. Also unsere Frau wird uns das sehr übel nehmen. Und ja, wir sind hier schon fremd gegangen und sie hat sowieso schon so eine schlechte Meinung von uns. Und da sie auch noch sadistisch ist, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wir haben sehr viele Bündnisse. Wir haben schon zwei legitime Töchter und zwei legitime Söhne. Und der Gewinn, den wir daraus ziehen, na, wird jetzt nicht ganz so hoch sein, denke ich. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht. Sie bleibt ja trotzdem unsere Tochter, aber sie ist halt illegitim. Und ja, egal. Okay, das bleibt dann jetzt halt so. Okay, oh, was passiert da? An den empfindsamen Oberbling Valenti? Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid ihr auch dieser ET zugetan. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Oberhäuptling Setzier von Großpolen. Okay. Naja, da könnten wir unsere Beziehung schon deutlich verbessern, wenn das klappt. Ja, warum denn nicht? Ja, gerade als Diplomat ist das doch eine hervorragende Sache. Das machen wir. So, oh, und Eva hat ihre Bildung um 3 erhöht. Genau, worum ging es dann noch? Warum konnte die ihre Bildung jetzt um 3 erhöhen? Das war doch. Hatten wir nicht irgendjemanden an unseren Hof eingeladen, der da irgendwie eine ganz spezielle Gabe hatte? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. Was war denn da nur? Es ging darum, dass jedes unserer Kinder ein Plus kriegt in den, ich weiß nicht, ob es die besten Attribute waren, aber ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, gut. Vielleicht werden wir das nochmal wieder sehen. Aber jetzt geht es auch erstmal mit dem Briefwechsel hier weiter.
Danke für eure schnelle Antwort. Ich freue mich auf eure Briefe. Bitte wählt doch das erste Thema aus, das wir besprechen sollen. Okay, das ist jetzt ein schmaler Grat. Wir könnten jetzt natürlich durchaus das Thema Diplomatie nehmen, weil wir uns da wirklich gut mit auskennen. Aber gucken wir uns ihn mal an. Er ist auch in der Diplomatie sehr gut bewandert. Ja, das passt doch. Denn wenn er das nicht wäre und wir würden Diplomatie wählen und er hätte beispielsweise nur ein Diplomatie-Level von, ich weiß nicht, 5, dann würde er gar nicht verstehen, über was wir zu ihm schreiben, und das würde er uns dann ankreiden und würde uns dann fragen, ob wir ihn für blöd halten würden. Aber in diesem Falle passt das und ich denke, das wird ganz gut ausgehen. Etikette, Freundschaft, Geschenk. Ne, Geschenk schicken tun wir nicht. Die Etikette. Ja, die Etikette, denke ich, geht so in die Richtung Diplomatie. Freundschaft. Nee. Er hat zwar einen Freund. Was ist mit uns? Haben wir einen Freund? Nee, wir haben keine Freunde. Dann unterhalten wir uns einfach mal über die Etikette. Okay, das sollte er auch gut beherrschen. Okay. Unsere Armee kommt unterdessen langsam an. Es freute mich zu sehen, wie sehr euch eure Leidenschaften am Herzen liegen. Euer letzter Brief beweist auch, wie bewandert ihr in ihnen seid. Da ihr mir einen solchen Gefallen erwiesen habt, möchte ich meinerseits fragen, ob ich etwas für euch tun kann. Oh, wow. Okay. Das ist natürlich eine schöne Sache. Erstmal haben wir unsere Meinung, also die ist wirklich enorm gestiegen. Wir waren eben bei, was war es, 49? Jetzt bei 62. Wahnsinn. Und, okay, ich möchte nur, dass wir uns weiter Briefe schreiben. Das ist eine Bildungsherausforderung. Ja, wir sind aber leider nicht ganz so gebildet. Eigentlich ziemlich schrecklich sogar. Vielleicht können wir ein Handelsabkommen abschließen. Oh, okay. Was bringt uns das? Besitztum steuern plus 5%. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen schöner vorgestellt. Und jetzt, da ich euch eurem Rededrang nachkommen ließ. Eine Diplomatie-Herausforderung. Ich könnte sie sehr überzeugen. Ihr hattet ein schwaches Druckmittel. Ein Gefallen. Nee, das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Wir werden mal das mit dem Handelsabkommen machen. Das bringt uns ein bisschen mehr Geld ein. Na gut, 5% für welche Provinzen betrifft das? Häuptlingstum von Rana. Also tatsächlich nur das hier. Plus 5%. Naja, okay. Das ist doch schon ein bisschen was. Machen wir das mal. Ist es jetzt schon da? Handelsabkommen plus 5. Aber da ist ja jetzt gar nichts passiert, oder vertue ich mich jetzt? Okay, 5% hörte sich doch mehr an, als es tatsächlich letzten Endes ist. Ja gut, klar. Ah ne, jetzt ist es gestiegen von 1,21 auf 1,28. Naja, immerhin. Immerhin. Okay, und jetzt fangen wir dann mit der Belagerung der Hauptstadt von Großmähren an. Das gibt uns. Och, jetzt sag bloß, die wurden schon geplündert. Hier könnte man nochmal plündern. Na, vielleicht kriegen wir das dann auch. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber könnte sein. Das Ganze dauert 7 Monate. Beschleunigen die Zeit jetzt einfach mal etwas. Ja, aber unsere Verbündeten, die erobern auch immer und immer mehr. Oh, und durchdachte Diplomatie. Was passiert jetzt? Mein Ratskanzler Häuptling Marquardt, wir erinnern uns, Häuptling Marquardt, unser Bruder, das ist der, der auch in der Fraktion auf den Thron gesetzt werden sollte. Die Fraktion besteht übrigens immer noch. Hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Oberhäuptling von Pommern eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Was? Wow, das ist ja großartig. Wenn wir Pommern erobern und danach noch Lutetia, dann hätten wir unsere 5 Grafschaften.
Das ist ja wahnsinnig gut. Okay. Wow, da hat unser Bruder ja mal richtig eingerissen. Gut, er ist auch unser Ratskanzler. Mit einem ziemlich guten Diplomatiewert. Das ist ja wirklich. Das ist ja wahnsinnig gut. Da muss ich jetzt mal kurz die Zeit anhalten und nochmal ganz genau gucken. Ist das jetzt sofort weg? Ja. Das ist sofort weg. Gut, wir können ihn jetzt nicht direkt den Krieg erklären, weil unsere Armeen ausgehoben sind. Und wir werden jetzt auch wenigstens eben noch hier die Hauptstadt belagern. Okay. Unsere Bemühungen haben sich gelohnt. Wir konnten wieder etwas Meinung bei unserer Frau gewinnen. Ja, nach einem Ehebruch sollte man das vielleicht auch mal tun, sie ein bisschen umgarnen. Okay. Ja, noch 4 Monate. Also, das ist wirklich eine hervorragende Nachricht. Sehr, 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 sehr ordentliche Arbeit. Okay. Es kann es kaum erwarten, dass dieser. Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? Das gibt es nicht. Wir sind gestorben. Leute, nein. Ich will gar nicht wissen, was jetzt mit unserem Reich passiert ist. Nein, nein. Verdammt. Das darf nicht wahr sein. Er war doch noch so jung, 48 Jahre. Seine Herrschaft war so kurz. Er hat nur 6 Jahre als Oberhäuptling Valenti unser Reich geleitet. Oh nein. Okay, und wer übernimmt? Unser Sohn, Oberhäuptling Lech, immerhin 21 Jahre. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was mit unserem Reich jetzt passiert ist. Okay, gucken wir uns das jetzt mal ganz in Ruhe an. Also, Valenti von Mecklenburg hat im Alter von 48, meine Güte, die Tür zur Geisterwelt durchschritten. Er starb an einer unbekannten Ursache. Er war visiert in den diplomatischen Künsten und es gab keinen Streit, den er nicht friedlich schlichten konnte. Oberhäuptling Lech besteigt den Thron, er ist getrieben von Gier und wird wohl kaum die Gunst des Bauernvolkes im Reich erlangen können. Ungeduldig, sprunghaft, gierig. Oh Gott, was für ein Charakter. Und er ist ziemlich untalentiert. Gott, gucken wir uns das nochmal an. Er ist das Kulturoberhaupt gewesen. Er war hervorgetan. Er war sündig. Gut, wir wissen alle warum. Er hatte den Lebenswandel Diplomatie und er hat 5 Kriege, Angriffskriege geführt. Okay. Gut, die Fraktion hat sich jetzt aufgelöst. Wir sind sofort in einem Krieg beigetreten, den Valentia auch schon geführt hatte. Ja, ich weiß, es geht um diesen Krieg in Niederschlesien. Okay. 1800 Mann stehen hier immer noch. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Wir haben keinerlei Gebietsverluste. Das ist erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Die Frage ist jetzt nur, wieso nicht? Die Frage ist jetzt nur, wieso haben wir keine Gebietsverluste? Das verwundert mich jetzt wirklich. Ich meine, es freut mich und ich will das jetzt auch überhaupt nicht schlecht reden. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Aber es wundert mich halt, weil ich verstehe es einfach nicht. Okay. Naja, gut. Ich muss das nochmal ganz genau nachgucken. Ich muss euch das leider nochmal schuldig bleiben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde das nochmal ganz genau nachgucken und dann werden wir da mit Beginn der nächsten Folge nochmal drüber reden. Und genauso werden wir dann mit Beginn der nächsten Folge auch ja, unser
kompletten Rat fast nochmal neu wählen müssen. Wir werden neue Domänen vergeben müssen, weil wir können mit unserem neuen Oberhäuptling Lech jetzt leider nur, oder Lech, 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 ich würde fast dazu tendieren, das Lech auszusprechen. Mit unserem neuen Oberhäuptling Lech, der kann nur zwei Domänen selber benutzen. Besitzen. Da müssen wir auch rangehen. Und dann können wir noch einen neuen Lebenswandel mit ihm wählen. Gut, wir werden wir vermutlich in die Kriegsführung mit ihm gehen. Und ja, dann gilt es auch, nach neuen Bündnissen sich umzuschauen wieder. Und ja, so schnell geht das. So schnell geht das. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Starb eines natürlichen Todes. Okay, eben hieß es noch an einer unbekannten Sache, jetzt heißt es eines natürlichen Todes. Na gut, okay. Wir haben keine Kinder. Wir sind verlobt mit Gurbis Lux. Das ist hier von Litauen, von einem Oberhäuptling, die Tochter. Ja, okay. Und dann müssen wir damit jetzt leben. Wir haben immerhin keine Gebietsverluste. Und werden dann in der nächsten Folge als Oberhäuptling Lech weiterspielen. Okay, gut, eine sehr spannende Situation. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.